Es gibt wohl scheinbar massive Probleme mit dem Zero-Hour-Event, welches ich euch schon den letzt angekündigt hatte. Normalerweise wisst ihr ja, dass ich bei solchen Eventverteilungen ziemlich schnell ein Video dazu mache, wo ihr was genau bekommen könnt. Jedoch, als ich heute auf dem offiziellen Pokémon-Kanal war, habe ich festgestellt, dass da das Video zu Zero-Hour fehlt. Jetzt muss ich davon ausgehen, dass es wohl mancherorts zu erheblichen Verzögerungen kommen wird, werde euch aber auf der anderen Seite auch nicht auf Informationen jetzt noch länger warten lassen. Im Video gab es ja eine durchaus fragwürdige Formulierung, die normalerweise so nur in der Videobeschreibung von den jeweiligen Eventverteilungen stehen. Hierbei handelt es sich um die Bezeichnung teilnehmende Händler, wobei man jetzt natürlich von den üblichen Verdächtigen ausgehen kann. Andererseits wurde es weder im Video selbst noch in der Videobeschreibung erläutert, wer genau diese teilnehmenden Händler jetzt sind. Hier an der Stelle erwähne ich einmal löblich die Nutzer von Bisa-Fans, die sich die Mühe gemacht haben, um diese Liste hier zusammenzustellen. Sie ist auch in der Beschreibung verlinkt und enthält, ja, die teilnehmenden Händler, über die wir so lange spekuliert haben. Wie man aber auch unschwer erkennen kann, gibt es wohl noch zahlreiche Filialen, die entweder noch nicht informiert sind oder Probleme haben, diese Codes euch zur Verfügung zu stellen. Auch das Datum in der Liste unterscheidet sich von Händler zu Händler. So geben einige Nutzer an, beispielsweise schon am 5.10. Codes beim jeweiligen Händler gesehen zu haben. Andere hingegen schreiben, dass die Codes erst ab 8. oder sogar ab 18.10.2018 verfügbar sein werden. Um ehrlich zu sein, kann ich mir aber nicht vorstellen, dass an einem Donnerstag, den 18. eine Verteilungsaktion beginnen soll. Deswegen schließe ich eher auf den 15. oder sogar den 22.10. Je nach Stand jetzt also verschiebt sich die Aktion 1 bis 3 Wochen nach hin. Wie sicherlich manche von euch wissen, habe ich ja ebenfalls darüber berichtet, schon sehr früh, dass es ab dem 1. Oktober die Zero-Hour-Codes geben wird. Auch wenn ich weiß, dass ich für den Fehler an und für sich nichts kann, tut es mir an der Stelle leid, dass ich die Informationen für den 1. Oktober an euch so weitergegeben habe. Zuletzt noch ein ernst gemeinter Hinweis am Ende: Falls ihr euch wirklich nicht gedulden könnt und die Zero-Hour-Codes unbedingt haben wollt, bitte, bitte kein Geld dafür bezahlen. Ich find's immer noch unerhört, was sich da manche erlauben und gegenüber von Likes oder Coins sich irgendwelche exklusiven Pokémon eintauschen lassen. Ihr bekommt die Codes bei den jeweiligen Händlern wirklich umsonst. Ihr braucht dafür kein Geld der Welt zu bezahlen. Und falls ihr nicht die Möglichkeit habt, zu einem Händler zu gehen, bitte fragt einen Genner, ob er euch das Pokémon für euch gennen kann. Ich habe euch ein Video zu der Thematik verlinkt. Ich lese es, wie gesagt, leider immer noch viel zu häufig, dass sowas passiert, und deswegen bitte gebt auf euer Geld Acht. Dankeschön. Habt ihr denn schon ein Zero-Hour? Und wenn ja, woher habt ihr es denn bekommen und wie? Schreibt es in die Kommentare, ich bin auf eure Meinung gespannt. Wie immer hier an der Stelle, liken, hypen, nicht vergessen, wenn euch das kleine News-Video gefallen hat. Und natürlich könnt ihr mich auch hier an der Stelle abonnieren, um keine weiteren News und Videos rund um Pokémon zu verpassen. Doch ich verabschiede mich und sage bis dann, Servus und Ciao, meine Freunde des Pokémon-Universums. We'll be right back.